Moin Leute, hier kommt Fiete. Ich bin Frank Mierwald, Stichwort Pferdetraining heute. Und es geht darum, dass dieser zweijährige Hengst auf diesen Anhänger soll. Und wir machen das, weil er soll auf eine Weide gebracht werden und die ist weit weg, wo er dann mit seinen Kumpels den Sommer verbringen darf. Und wir machen das schon vorher und nicht erst an dem Tag, wo wir los wollen. Für mich wichtig sind Grundfunktionen, dass er also versteht, ein Signal vom Zügel her zu folgen, einem Signal vom Zügel her zu folgen. Im Prinzip geht es um vorwärts, rückwärts, rechts und links. Und zwischendrin ist das Anhalten. Ich habe mich eine Weile damit beschäftigt, ihm das zu zeigen und beizubringen und vor allen Dingen so erklärt, dass ich versucht habe, mit ihm zu gehen und mit ihm die Schritte zu machen. Und einen Weg mit ihm gegangen bin, wo es nicht so um krasses Dominieren ging, sondern eher um das Wissen, um Instinkte. Wenn Instinkte da sind, in unseren Pferden und auch in uns, dass wir die im Pferdetraining mit verwenden. Das heißt, am Anhänger verwende ich die gleiche Sprache, wie ich auch ohne Anhänger verwende. Und ich gebe ihm dann einen Raum nach vorne, in den er reingehen kann. Lass ihm nach. Und vor allen Dingen, was für ihn wichtig ist, ist ein Grund, um in diesen Raum reinzugehen. Und der Grund ist, weil ich auch neugierig bin wie er und ihm viel Platz gebe nach vorne und ihn die Schritte auf den Anhänger machen lasse, ohne ihn nach Möglichkeit zu behindern oder ohne ihm im Weg zu sein. Manche Pferde haben eine ganz besondere Einsteigetechnik. Für ihn muss es logisch sein. Das Seil hat nichts vor seiner Nase zu tun. Aber wenn das Seil an seiner Seite ist, ist es für ihn logisch, von diesem Seil wegzugehen und nach vorne zu gehen. Das Signal an ihn ist zweigeteilt. Einmal ist es meine Hand, mein Zügel, welcher ihm die Richtung zeigt, wo wir zusammen hingehen. Und dann kommt eine Unterstützung dazu. Und Horsemanship heißt zu erkennen, wo es einen Punkt gibt, an dem unsere Pferde haken. Und wenn man über diesen Punkt
hinweg ist. Das ist genau hier an der Stelle, wo er mit seiner Nase jetzt sich trauen soll, unter der Plane durchzugehen. Da oben hängen diese Gummis dran von der Plane. Und daran arbeite ich jetzt mit ihm. Ein, zwei Schritte weiter zu gehen als die Stelle, wo er jetzt gerade steht. Ich drehe mich jetzt nicht zu ihm hin. Ich schaue genau, wie ich es in der Basis ohne Anhänger getan habe, zur Seite weg und versuche selber so entspannt wie möglich zu sein. Wir haben hier vorne ein Heunetz drin, wo er sich gerade daran bedient. Nächster wichtiger Punkt ist das Abladen. Also jetzt versuche ein, zwei Schritte rückwärts mit ihm zu gehen, auch hier wieder zusammen, jetzt eine Pause zu machen und versuchen, ihn auch kontrolliert rückwärts gehen zu lassen. Immer wenn das Pferd schneller rückwärts geht, als wir das fragen, arbeiten wir daran, dass wir auch beim Rückwärts das Tempo kontrollieren können. Und wie ihr vielleicht seht, mache ich keine Energie und keinen Druck in Richtung Pferd, sondern wenn ich mich zu ihm wende, mit meinem Bauchnabel zu ihm hin, ist das lediglich, um ihm zu sagen, dass er okay ist, dass ich ihn streicheln möchte oder sogar zum Anhalten. Ich frage ihn wieder nach rückwärts. Und hier möchten wir halt Schritt für Schritt auch eine Kontrolle übers Rückwärts bekommen. Pause machen und fragen ihn wieder nach vorne. Sie können nur dann etwas richtig erkennen, sehen, verstehen, wenn Sie mit der Nase rangehen, beziehungsweise Ihre Optik ist so gebaut, dass Sie tatsächlich, wenn Sie etwas checken müssen, was direkt vor Ihnen ist, den Kopf sehr weit senken müssen, um das zu erkennen. Meine Energie geht neben den Anhänger, am Anhänger vorbei, um ihn vorwärts zu fragen, um das zu verstärken. Und damit lassen wir es für heute gut sein. Gut gemacht, Fiete. Der nächste Schritt wäre,
hinten die Stange vorzumachen und die Klappe zu schließen. Aber zunächst erstmal so weit. Wenn ich es schaffe, achte ich darauf, dass er Step by Step runtergeht, gerade runtergeht, sodass ich auch niemanden brauche, der da drüben steht oder an eine Wand fahren muss. So ist eigentlich eine gute, ideale Position, um vernünftig vom Anhänger runterzugehen, kontrolliert und vor allen Dingen auch beim nächsten Mal wieder drauf. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Vielen Dank an Fiete für die Unterstützung hier. Und ich glaube, wir konnten mal zeigen, was geht. Nicht unbedingt immer ein Stick in der Hand, 7 Mann um den Anhänger rum und versuchen, das Pferd draufzubringen. Das ist so die Idee, die ich zum Anhänger verladen habe und die mir da hilft, die Pferde auf den Anhänger zu bekommen. Schönen Dank. Okay, Dankeschön.